Guten Tag aus Kalifornien. Heute mal ein weiteres Video bezüglich beruflichem Werdegangs. Die letzten Videos haben ja dann doch zu sehr regen Diskussionen geführt. Und eine Frage tauchte auf bezüglich meines eigenen Werdegangs. So, und das wollte ich mal in dem heutigen Video nochmal im Detail erläutern, wie ich beruflich, sag ich mal, aufgewachsen bin und wie sich das alles so entwickelt hat. So, also in Deutschland, gehen wir mal ganz weit zurück, also in meiner Jugend, einer meiner ersten Jobs war in einer Zuckerfabrik. Und zwar habe ich da mit den, ich sag jetzt mal, Handwerkern gearbeitet, die Maschinen in Gang zu halten. So, dann neben Zeitungen austragen und ähnlichen Sachen war dann mein erster richtiger Job wahrscheinlich der, als ich für die Müllabfuhr gearbeitet habe. So, und zwar habe ich zweimal für die Müllabfuhr gearbeitet, einmal als Ferienjob und dann einmal für etwa 7 Monate. Und zwar mir das Geld für meinen 6-monatigen USA-Aufenthalt zu verdienen. So, da waren es dann 10, 11 Stunden am Tag am Fließband stehen in einer Recyclinganlage und Recyclingmüll sortieren. Und naja, vielleicht wisst ihr es nicht, aber der Recyclingmüll, der in Deutschland ankommt, ist ziemlich dreckig. Also der in den Recyclinganlagen ankommt, weil die Leute dann doch immer alles Mögliche in den Müll werfen. Das war also keine schöne Arbeit, aber sie bezahlte sehr gut. Das waren damals 17 D-Mark pro Stunde. Und für mich als in dem Sinne technisch gesehen Ungelernten zu dem Zeitpunkt war das ein sehr gutes Einkommen. So, dann nach dem 6-monatigen USA-Aufenthalt habe ich angefangen zu studieren, aber das Studium nach 1,5 Jahren aufgegeben und habe dann eine 2-jährige Bankkaufmannslehre vollendet. Und habe danach in Deutschland als Bankkaufmann gearbeitet. So, von da aus ging es dann in die USA. Und in den USA ging der Werdegang dann erstmal so, egal welcher Job, wir wollten nur Arbeit haben. So, dann habe ich mich auf alles Mögliche beworben und bin bei einer Logistikfirma, Shippingfirma, Containerfirma angeheuert worden. Und zwar habe bei denen direkt im Callcenter am Telefon gearbeitet, obwohl meine Englischkenntnisse eigentlich nicht so besonders waren, vor allem nicht jetzt für einen Callcenter, wo man am Telefon ist. So, dann habe ich da 7 Monate gearbeitet. Oder vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Etwa 7 Monate. So, in der Zeit habe ich mich dann selber fortgebildet. Durch einen Bekannten habe ich über die Microsoft-Zertifikate gelernt, dass man sich da selber fortbilden kann. Habe mir 2 Bücher gekauft und habe dann in meiner Freizeit angefangen zu lernen. Jeden Abend 2, 3 Stunden Bücher gewälzt, im Internet noch weitere Nachforschungen getroffen, mich auf die Prüfung vorbereitet und dann habe ich mich so zum Microsoft Certified Professional praktisch selber fortgebildet. Alles auf meine eigenen Kosten, die Firma hat nichts dazu beigetragen. So, nachdem ich dann die erste Prüfung bestanden habe, habe ich das auch meinem Arbeitgeber mitgeteilt, in der Hoffnung, dass wenn die jemanden vielleicht im IT-Bereich suchen, dass sie da auf mich gucken würden. So, von da aus habe ich mich dann mit weiteren Prüfungen auf dem Microsoft-Track weiter fortgebildet und dann innerhalb von, ich glaube, einem Jahr auf den Microsoft Certified Systems Engineer, also System Engineer, fortgebildet. So, das bestand aus damals, ich glaube, 7 Microsoft-Prüfungen, die man bestehen musste in verschiedenen Bereichen. So, also diese selber Weiterbildung oder selbst geführte Weiterbildung, die hat dann wirklich Tor und Tür für mich geöffnet vom Beruf her. So, nachdem ich die erste Microsoft-Prüfung bestanden hatte, habe ich angefangen, mich auf Tech-Support-Jobs zu bewerben, also als Computer-Reparatur-Techniker. Da gibt es verschiedene Berufsnamen. Im Endeffekt ist immer dieselbe Arbeit, das heißt, man im Prinzip serviced man die Computer der End-User, also der Leute im Büro und installierte dann damals Windows 95 oder Windows NT und hat dann da entsprechend auch Reparaturen durchgeführt oder Fehler im Operating System repariert. Also wirklich die unterste Stufe im IT-Bereich. So, ich habe dann angefangen, mich zu bewerben. Und zwar habe ich dann Dutzende und Dutzende und Dutzende Bewerbungen rausgeschickt und wirklich während der Zeit mich noch selber fortgebildet, aber natürlich auch lernen wollen, wie laufen diese Vorstellungsgespräche ab, was muss ich wissen, wo muss ich mein eigenes Wissen, mein Fachwissen noch weiter verbessern.
So, und das hat dann hinterher sicherlich so, ich will mal sagen, zwischen 100 und 200 Bewerbungen gehabt, die ich rausgeschickt habe. Das war zu der Zeit in den Anfängen des Internets. Das ging alles noch per Fax. Also da war nur sehr, sehr wenig per E-Mail oder nur noch sehr wenig per PDF-File oder durch eine Webseite selber. Also es ging immer noch so, man musste sonntags und mittwochs die Zeitung kaufen und hat sich dann dadurch die Stellenanzeigen durchgearbeitet und dann entsprechende Bewerbungen abgeschickt, und zwar per Fax. So, wir hatten damals dann auch ein Faxgerät und haben so entsprechend die Bewerbungen rausgeschickt. Es war eine Heidenarbeit, also heutzutage geht das wesentlich leichter. So, und ich wurde immer besser beim Bewerben und habe mich dann so immer weiter durch die Runden vorgearbeitet. Und im Dezember 1998 hat das dann Ganze eigentlich dazu geführt, dass ich gleich 3 Jobangebote zur selben Zeit bekommen habe. So, und da habe ich dann eins angenommen für die Firma Quark. Die machen die Software Quark Design, wie es im Englischen eher heißt, und habe bei denen dann im Callcenter angefangen, und zwar da Tech Support für deren Software zu machen. So, das war ein sehr stressiger Job. Es war auch nicht sehr toll, da zu arbeiten, aber es war mein erster Einstieg in den IT-Bereich. Und dann während der Zeit da habe ich mich natürlich noch entsprechend weiter fortgebildet. So, dann fing ich nach 3,5 Monaten an, mich wieder weiter zu bewerben, weil einfach die Arbeit keinen Spaß machte, die Bezahlung war es nicht wert. Es war also wirklich nicht der perfekte Job in der Hinsicht. So, dann in 1999, im Mai, hatte ich mich bei einer Firma beworben, und zwar war das ein Mix als Computer Operator, wo man eine gewisse Software bedient, und als Systemadministrator. Den Job habe ich dann im Juni 1999 bekommen und habe dann da auch angefangen zu arbeiten, aber auch gleichzeitig mich weiter fortzubilden. So, jetzt war ich in einer beruflichen Environment, wo ich also wirklich, oder Umgebung, wo ich dann auch wirklich mein theoretisches Wissen wirklich mehr als auch praktisches Wissen einsetzen konnte und dann so entsprechend mehr gelernt habe. So, das war zu den Hochzeiten des Dotcom-Booms, und naja, ich war schon irgendwie darauf vorbereitet, dass irgendwann der Dotcom-Boom zum Ende kommt, und war wirklich motiviert, so schnell wie möglich weiter nach oben zu kommen, weil die Gehälter auch wirklich unheimlich stiegen um mich herum. Also man war wirklich durch jeden Jobwechsel, konnte man 20, 30, 40, 50% Gehaltssteigerung erzielen, und das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. So, dann hatte ich mich weiter fortgebildet, habe mich bei anderen Firmen beworben und habe dann auch einen neuen Job gefunden. Aber als ich dann gekündigt habe bei meinem Arbeitgeber, waren die so geschockt und haben sich bereit erklärt, mir wesentlich mehr Gehalt zu bezahlen und gleichzeitig aber auch viele Veränderungen an meinem Job vorzunehmen. So, und das hat dann meinen Job dahin umgestaltet, dass ich plötzlich wesentlich mehr Möglichkeiten beruflich hatte. Also ich habe mich dann da selber als Netzwerkingenieur weiterbilden können und auch die entsprechenden Arbeiten da machen können. Das Ganze ging dann noch in Webmanagement, also Webserver, Webfarmen und so weiter und so fort. Also es war wirklich ein fantastischer Environment. Das war ein kleines Büro, aber für eine sehr große Firma. Und mein Chef damals, ein Senior Vice President, der hat mir wirklich damals alle Türen und Toren geöffnet und wirklich mir geholfen. So, dann habe ich mich beim Weiterbilden von den Zertifikaten gelöst und habe mich wirklich nur noch auf Produkte konzentriert und da meine Kenntnisse fortgebildet. So, über die nächsten 2 Jobs habe ich dann mich auf virtuelle Umgebungen spezialisiert mit VMware und bin dann dadurch erst in eine größere Firma reingekommen, eine Fortune 250 Firma. Und habe für die komplette virtuelle Environment aufgebaut, also für 30.000 Leute und in Büros in über 100 Ländern der Welt. So, das hat mir dann weitere Türen und Toren geöffnet, und da ich mich wirklich da voll reingekniet habe, waren wirklich selbst der Hersteller, also VMware, wurde auf mich aufmerksam und hat mir mehrfach Jobangebote gemacht, die ich allerdings abgelehnt habe, weil sie irgendwie nicht in meinen Karriereplan reinpassten oder was ich machen wollte. So, von da aus ging es dann in Seitenschritten weiter, aber wieder habe ich dann Schritte unternommen von der einen Spezialisierung weg und habe mich auf andere Sachen spezialisiert und wirklich da einen stetigen Pfad nach oben genommen und wirklich auch die Herausforderungen entsprechend angepasst, auch mit den Jobs, die ich dann angenommen habe.
So, im Jahr 2012, 2013 kam ich an den Punkt, wo in Denver ich so im höchsten Bereich der Gehälter angekommen bin, in dem Track, in dem ich war, also im technischen Track. Und es gab nur noch ganz, ganz wenige Arbeitgeber, die da wirklich die Gehälter zahlen konnten, die ich verlangt habe. Und da habe ich mich dann entsprechend umpositioniert und habe einen Seitenschritt gemacht zum gleichen Gehalt, aber dann entsprechend ins IT-Management, ins IT-Mittelmanagement. Und habe dann da erstmal einen Job übernommen, der halb noch auf dem technischen Track war und halb im Management. Und habe mir dann da die Management-Erkenntnisse beigebracht und mich entsprechend da fortgebildet. Und das hat dann dazu geführt, als mein Job nach Indien ausgelagert worden ist, dass ich dann den kompletten Sprung gemacht habe ins IT-Mittelmanagement. Und dort bin ich jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber schon durch zwei weitere Beförderungen gut nach vorne gekommen. Und das Ganze hat sich auch entsprechend bei meinem Gehalt fortgebildet. So, und das ist eigentlich auch der Ratschlag, den ich euch geben will. Also man muss schon wirklich einen Plan ausarbeiten, was man machen will. Also wenn man da wirklich nur eine Sache macht und setzt sich dann hin, dann bringt einen das nicht viel weiter. So, wie sah mein Werdegang gehaltsmäßig aus? Also mein erster Job bei der Shipping-Firma, bei der Logistik-Firma im Callcenter, da habe ich mit $10 und noch was angefangen, und zwar durch eine Zeitarbeitsfirma. Als ich dann da komplett übernommen worden bin, war ich bei etwa $11 und habe mich dann bis auf $13 und noch was hochgearbeitet in relativ kurzer Zeit. Das war Ende der 90er Jahre. Das waren eigentlich für Denver damals, war kein schlechtes Einkommen, muss man sagen. Also nach heutigen Maßstäben natürlich, $13, da kommt man nicht weit mit, ne? Aber für damals war das eigentlich sehr, sehr gut. Also wir waren direkt, wir machten direkt Plus jeden Monat, trotz Miete und anderer Sachen. Also war direkt Geld, das wir zurücklegen konnten. Simone arbeitete natürlich auch zu der Zeit. So, dann mein erster Job im IT-Bereich, da habe ich $17 die Stunde verdient. Das waren dann etwa $37.000 im Jahr. Und dann innerhalb der nächsten zwei Jahre habe ich mich auf $65.000 hochgearbeitet. Und dann in weiteren Sprüngen in den sechsstelligen Bereich. Und man kann wirklich in dem Bereich wirklich sehen, da ist viel zu machen. Und zwar alles wirklich durch eigene Fortbildung. Es war bis zum Jahr 2007, wo ich das allererste Mal zu einem Microsoft Training gegangen bin. Alles andere habe ich mir selber beigebracht, wirklich da die Zeit genommen, die Software auf Testgeräten installiert, hin und her gespielt, mich mit Experten hingesetzt und von denen gelernt. Und da wirklich ein Investment gemacht. Man muss es wirklich so sehen. Es ist ein So, also das ist mein Werdegang und das ist eigentlich, was ich auch heute noch immer predige und auch sehe und auch wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, das ist durchaus noch möglich. Das ist auch sicherlich in anderen Bereichen ähnlich möglich. Es gibt natürlich viele Berufe, da muss man eine Lizenz haben, da muss man staatliche oder bundesstaatliche Vorschriften einhalten. Das ist natürlich nicht immer ganz so leicht. Aber wenn man wirklich mal einen Plan hat und den ausführt, da kann man dann schon entsprechend seine Karriere aufbauen und auch die Gehaltssprünge machen. Wichtig ist, die größten Gehaltssprünge gibt es wirklich durch einen Jobwechsel. Also in der Regel ein Jobwechsel mindestens 10-20% höhere Gehälter. Ich habe es zweimal gemacht. Einmal bin ich zurückgegangen um $4.000, weil die Firma, die ging den Bach runter. Das war eine Hypothekenfirma, das war kurz vor dem großen Crash. Das war eines der ersten Opfer. Und da habe ich ein Jobangebot angenommen, $4.000 zurück, aber dann im Endeffekt war es nur ein kleiner Schritt zurück und die nächsten Jahre hat sich so bezahlt gemacht, dass ich das also nie bereut habe. Das zweite Mal habe ich einen Seitwärtsschritt gemacht für dasselbe Gehalt, habe mir mehr Urlaub und andere Benefits ausgehandelt, aber einfach um den Sprung zu machen in den Managementbereich. So, und das war ein Job, wie gesagt, halb Management, halb technisch. Und das wollte ich mir dann erstmal angucken und es hat mir halt entsprechend viel Spaß gemacht, dass ich dann auch da mich wieder weiter fortgebildet habe und entsprechend darauf vorbereitet habe. Und dann, ich wusste, dass mein Job irgendwann nach Indien verschickt wird. Ich habe also anderthalb Jahre vorher angefangen, wirklich da mich auf andere Stellen zu bewerben, herauszufinden, welche Fragen werden gestellt, was muss ich beim Vorstellungsgespräch beantworten und das Wissen auch entsprechend dann aus diesen Vorstellungsgesprächen genutzt, um mich weiter fortzubilden, sodass ich dann wirklich durch sehr passendes Timing meinen jetzigen Job bekommen habe und mich auch im Mittelmanagement schon weiter nach oben gearbeitet habe. So, das ist es für heute. Ich hoffe, das war ein hilfreiches Video für euch. Würde mich über eine sehr lebhafte Diskussion unten freuen. Natürlich, wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch, Thumbs up, I like it.
Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch abonnieren und Freunden, Bekannten in Foren würde ich mich natürlich auch entsprechend freuen, wenn er mich weiterempfiehlt. So, schöne Grüße aus Kalifornien und bis dann. Tschüss!